Yeah, go and play that. Set you down, I'ma say that. Mine need me a couple dollars. Telling you now, this payback. So I'll take that. Ask him now, what's AJ? I've been going to the top. Boom! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin wieder am Start. Wir haben heute Montag, ihr seht es am Mittwoch. Und zwar freue ich mich heute derbe auf mein Projekt. Das ist eine Stammkunde, die zu mir kommt. Und wir machen einen Underboob. Und zwar habe ich dieses Underboob im Urlaub im September gezeichnet. Im September, ich glaube ja. Und habe es halt in die Story gepackt. Wer hat Bock auf dieses Wanna Do? Und sie war wirklich die Erste, die sich gemeldet hat. Dachte ich, cool, mach mal. Und eigentlich hatte ich mir von, als ich... Wenn ich immer mein Jahr plane, trage ich mir immer mal so ein Frei zwischendurch ein, falls ich irgendwas mal vorhabe. Heute hätte ich eigentlich frei, weil ich aber nichts vorhabe, habe ich den Termin jetzt einfach genommen. Dementsprechend passt das super und ich freue mich sehr auf sie. Bin gespannt, wie sie es aushält, weil vom Schmerz her ist so ein Underboob jetzt gar nicht so lustig. Ich habe da noch nichts, habe aber für nächstes Jahr schon Termine für meinen Bauch und unter der Brust gemacht, möchte da nämlich auch sehr viel hin haben. Habe mir aber extra eine Tätowiererin ausgesucht, die hier meine Blumen gemacht hat. Die ist nicht so derb und hoffe, dass ich das da ganz gut überstehe. Ja, heute nehme ich euch mit. Wir müssen mal gucken, dass ich so mit filme, weil es ist ja unter der Brust, dass wir nicht so viel Brüstig sehen, aber wird schon. Wir sind gewappnet mit Tape, mit Nippelaufklebern, mit allem, was dazugehört, dass das Video nicht gesperrt wird. Scherz. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr auf sie. Das wird cool. Ich liebe Underboobs. Ich finde auch die Stelle mega schön. Gerade im Sommer, wenn dann Bikini oder so Crop-Tops anhast. Ist schon cool. Vorab zeige ich natürlich gleich das Motiv. Es ist eigentlich was Florales, keine Blume. Es sind so Zweige links und rechts mit so Blättern dran. Eigentlich optisch relativ simpel, aber ich finde es so... Was ich aber jetzt noch machen muss, ist von letzter Woche alles aufräumen. Ich fauler Sack bin dann einfach meinen letzten Kunden letzte Woche einfach gegangen und dachte, kann Zukunftspetra erledigen. Die kümmert sich schon um den Scheiß, die ist doch immer so früh wach. Ja, ist sie, also geht's los. Ich überlege gerade, ob ich euch jetzt hier ins Regal packe, damit ihr mitfilmen könnt, aber dann seht ihr gar nichts. Das ist so doof schon wieder. Ich packe euch dahin. Hä? Besser. Also, ich räume erstmal schnell auf, ne? Lego! Ich benutze zum Sauermachen oftmals so welche Desinfektionsmitteltücher. Alter, die sind so in Alkohol getrunken. Ich trinke sonst keinen Alkohol mehr, aber das macht mich schon high vom Riechen. Junge, Junge, Junge. Aber es ätzt alle Bakterien weg. Aha, kein Corona und so. Mich hat neulich auch, ich glaube, vor Ort fragen mich viele, aber auch online eine Kundin gefragt, wieso die Maschine immer anders aussieht, weil ich habe ja unterschiedliches Band, ich wickel damit meine Maschine ein. Und wieso man das vor Ort macht? Also, ich habe ja hier die. Ist ein bisschen dunkel, ne? Die Maschine, wartet mal, vielleicht kann ich Licht machen. Stecker. Besser? Weiß nicht, so ein bisschen. Egal, ich habe ja hier die Maschine und die wickle ich ja schon mit diesem hier ein. Und hier vorne mein Griffstück, das wickle ich nicht nur wegen, damit der Schmutz fern bleibt, ein, sondern die ist mir hier so ein bisschen zu dünn beim Tätowieren. Und wenn ich hier so ein bisschen was drumherum wickle, habe ich nicht nur erstens, wie gesagt, die Maschine vor Schmutz geschützt, sondern habe mehr Grip und ich mache mir immer ein relativ dickes Handstück mit diesem Zeug, damit ich da besser einen Halt habe. Gerade bei Feinlining ist mir das sehr, sehr wichtig. Ich kenne auch welche, die machen das übelst dick, ey, hier ist Objektiv, ne? Also ob die so tätowieren. Das ist mir zu viel, aber das hier, wenn ich so eine Riesenhand, ist für mich genau richtig, damit ich halt einen sicheren Halt habe beim Tätowieren. Mag nicht jeder, ich mag das sehr, momentan habe ich Camouflage. Ansonsten bin ich da sehr langweilig, weil ich benutze sonst schwarz. So, Großteil ist jetzt sauber. Jetzt werde ich noch schön durchwischi. Toilette putzen. Und Müll rausbringen und ich habe noch, okay, dreiviertel Stunde. Also, Arsch hoch. So, Freunde, ich mache, habe gerade Corona-Test gemacht. Ich mache, tropfe jetzt hier diese lustigen 5 Tropfen in dieses Testgedönsen. Ich bin zwar geimpft, aber man weiß ja nie. Weil auch geimpfte Genießer bin und so bin ich wenigstens sicher, dass ich niemanden anstecke. Deswegen teste ich mich regelmäßig selber. Ich muss mich mal kurz hier abstellen, um den Scheiß hier wieder zuzuschrauben. Während ich warte, dass hier mein Teststäbchen durchläuft, muss ich kurz mehr rausbringen. Ja, das dauert noch einen Moment. Wir gucken gleich nochmal.
Müll ist draußen. Jetzt muss ich noch auf meinen Kurowski-Test warten. Währenddessen gibt es neue Müllbeutel. Boom, in schwarz. Und dann habe ich noch 20 Minuten Zeit. Die Zeit muss ich nutzen. Ich habe nämlich am Wochenende gar keine Fragen, die ich per Insta oder per WhatsApp oder per Weiß ich nicht was erhalten habe, beantwortet. Weil ich mir auch denke, jo, hast ja Wochenende. Also wenn ihr mal mir eine Nachricht schreibt, die meisten haben ganz viel Verständnis, weil sie wissen oder weil sie sich wahrscheinlich denken können, dass ich recht viel in der Woche Arbeit zu tun habe und vielleicht auch sonntags mal meinen freien Tag genießen möchte. Aber wenn ihr mir mal eine Nachricht schreibt, bitte nicht böse sein, wenn ich ein paar Tage brauche zum Antworten, weil manchmal sind es so viele Nachrichten, dass ich das, nicht zeitnah schaffe, so viele alle auch ordentlich zu beantworten. Ich gebe mir Mühe, meistens versuche ich so viele wie jetzt, jetzt habe ich diese 20 Minuten, bis sie kommt, versuche ich so viele wie möglich zu beantworten und zurückzuschreiben. Dann habe ich meistens Arbeit, Arbeit, Arbeit und abends habe ich meistens nie mehr so viel Bock. Manchmal habe ich auch Zeit dazwischen, ansonsten immer früh. Also, falls was Wichtiges ist, bitte. Ich weiß gar nicht, Anruf ist auch scheiße, gehe ich auch nicht ans Telefon, muss ich ehrlich sagen. Mehrmals schreiben, ansonsten bitte ein bisschen Geduld, aber die meisten sind so lieb, die sagen mal, ja, kein Stress oder freuen sich sogar, wow, danke für deine schnelle Antwort. Ich denke mir so, du musst jetzt 2 Tage auf eine Antwort warten und freust dich trotzdem, dass sie schnell ist. Aber ich gebe mir Mühe und es gibt wahrscheinlich nur so 2%, die mir dann 1000 Fragezeichen dauernd schicken. Ich denke, ich hatte noch keine Zeit zum Lesen oder zum Beantworten. Aber die meisten sind ganz so lieb, also wollte ich nur mal kurz anmerken. Und die meisten kennen es auch schon und sagen, ja, kein Ding, ich weiß so, dass du ein bisschen brauchst zum Antworten. Also werde ich jetzt den Mittwoch reinmachen und die jetzt nur noch 15 Minuten, die ich jetzt... Eigentlich war es gerade 20. Nein, eigentlich habe ich immer noch 20. Wir haben es gerade mal 5 nach und 8:30. Es ist früh, ich weiß, kommt sie schon. Und diese 25 Minuten nutze ich jetzt, um fleißig Fragen zu beantworten. Und dann geht's los. Achso, wartet mal, ich muss euch das Motiv noch zeigen. Ich habe es mal schnell rausgesucht. Und zwar ist es... Wartet. Kleinen Moment. Das da. So unter der Brust. Eigentlich relativ simpel, aber super Feinlining. Das wird toll. Ich freue mich voll. Also, los geht's. Ach ja, falls euch gefragt wird, was an meinem Kurowski-Test geworden ist. Komm, wer scharf. Negativ. Weil diese Anruf-Geschichte, Alter, das tut einfach mal mega weh, mega weh. Und ich habe da noch nicht mal was. Aber wie schon am Anfang des Videos gesagt, mache ich nächstes Jahr, habe ich schon 2 Termine für den Bauch. Das wird lustig. Aber die Sucht muss befriedigt werden. Nachdem der Rücken voll ist, kommt der Bauch dran und dann bleibt gar nicht mehr so viel übrig. Hinten meine Beine sind noch leer. Habe ich jetzt schon wieder Ideen. Kam mir am Wochenende. Okay, Stück für Stück. Zurück zum heutigen Projekt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich liebe solche Tattoos. Ich finde, das schmückt immer unheimlich doll, obwohl es trotzdem nur leicht wirkt, wenn du da so ein Bikini oder so ein Crop-Top anhast. Hat sie super gemacht. Ich danke auch für die coole Sitzung. Wir haben nebenbei ein bisschen Netflix geguckt, einen Film und ein bisschen Serie und dann waren wir auch schon durch. Schon ist gut, ne? Schreibt gerne Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ich freue mich auf jeden Fall definitiv auf die nächste Tattoo-Runde. Ich werde die Woche auch tätowiert, werde das wahrscheinlich diesmal wieder ein bisschen kameramäßig begleiten. Die Lücke wird nämlich zugemacht bei der lieben Natalia. Ich freue mich sehr drauf. Ein bisschen Schiss, weil... Gut, ich habe jetzt als Frau nicht so einen fetten Kehlkopf und die Lücke ist auch nicht mehr so groß. Aber ich kann mir vorstellen, dass es trotzdem nicht die angenehmste Sache der Welt ist. Wird sich zeigen. Schönen Abend euch noch. Bis zur nächsten Runde. Schaui, Kakaui.